Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Das letzte Mal waren wir ja, glaube ich, in dieser Höhle. Da wird uns Killian wahrscheinlich auch, da wird Killian wahrscheinlich durchgekommen sein. Dann schauen wir mal, was für Pokémon wir dabei haben. Okay, Timon ist 2 Level hoch und der Rest ist eigentlich geblieben, außer Nick. Ja gut, dann würde ich behaupten, mal gehen wir einfach mal raus und schauen, wo wir sind und wo wir hin müssen. Auf jeden Fall sind wir schon mal in der neuen Stadt. Und die wäre Navajo City. Dann habe ich jetzt keinen Plan, wo wir hin müssen, aber ich glaube nicht, dass er hier noch großartig irgendwas gemacht hat. Hier ist die Arena. Schutz wirkt nicht mehr. Okay, dann ist er echt gerade so noch aus der Höhle raus. Pokémon Fanclub, wir lieben allen Pokémon. Dann gehen wir einfach mal in die Arena rein. Ich kann mich gar nicht mehr an diese Arena erinnern. Naja, vielleicht, ich glaube, das ändert sich auch. Das ist die Stadt, wo es sich, glaube ich, nach... Na okay, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal ein Tafelwasser, eine Eisarena. Wäre eigentlich ein Feuer-Pokémon nicht so schlecht, aber ich glaube, mit Timon dürfen wir hier auch irgendwas erreichen können. Jedenfalls haben wir ja noch unseren Nick, der sowieso alles besiegt. So, dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Ja, das wird sich wohl nicht umsonst nach oben zeigen. Und jetzt da lang. Genau. Und dann versuchen wir es einfach mal. Ich sehe, die ist schwindelig vom Aufbau dieser Arena. Das werde ich mir zunutze machen und dich gleich hier aufhalten. So, dann schauen wir mal. Ich bin jetzt... Oh, ein Pitsneef. Schaut doch schon mal interessant aus eigentlich. Wäre eigentlich so eine schöne Alternative zu... Zu unserem Eisschilder. So, Ausdauer. Okay, pusht er sich ein bisschen. Ich hoffe, wir machen das relativ schnell platt. Ich hätte vielleicht erstmal einen Schwertanz benutzen sollen. Aber im Endeffekt sind es auch so nur 2 Angriffe. Rigmoteri. Da machen wir doch als erstes einmal einen Schwerttanz. Einfach um sicher zu gehen. Das war okay. Okay. Dann... Ich glaube, Petri hat da eigentlich keine Chance. Das wäre natürlich schön für das Level-Up, aber ich tue es jetzt einfach mal mit der Eistüte versuchen. Der dürfte jetzt keine Schwäche gegen irgendwas haben. Also hier haben wir auch, glaube ich, noch nicht gekämpft als nach der Entwicklung. Machen wir einfach mal einen Eisstrahl. Und das wird wahrscheinlich nicht so effektiv sein, dann machen wir einfach mit der Spiegelsalbe weiter. Ja, war klar. Dann tun wir einfach mal Lichtkanone. Achso, ist jetzt mittlerweile eine Lichtkanone. Dürfte eigentlich was bringen, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ist nicht so schwach. Dann tun wir jetzt einfach damit weiter kämpfen und dann dürfte die Erfahrung ja auch nicht so schlecht sein, die wir bekommen. So, das wäre dann auch endlich mal wieder eine Arena für mich, nachdem ich, glaube ich, auch nur die erste bekommen habe. Bei der ich auch 2-3 Mal... Ah ne, ich habe auch, glaube ich, die 3. gemacht. Nein, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Ein Petsneef. Lassen wir einfach mal Eistüte drin. Da wir keine Schwäche gegen Eis haben, dürfte das eigentlich machbar sein. Also er kommt jetzt mit irgendeinem Angriff, der mich besiegt. Und... Ja, ist doch eigentlich schon mal... Ah, Schnitzer könnte knapp werden. Ja, passt aber.
ist eigentlich ziemlich stark, Lichtkanone. Ja, gibt aber kaum Erfahrung, das am Ding. Egal, ich gehe jetzt nochmal einmal zurück. Wie komme ich jetzt zurück? Okay, so. Denn ich würde doch gern haben, dass unser Timon ein Level abbekommt. Und ich möchte auch nicht unnötig jetzt hier Tränke raushauen. Nur damit wir... Achso, dann müssen wir auch einen Beleber raushauen, das wäre auch nicht so toll. So, dann gehen wir jetzt weiter. Und wieder in die Arena rein. Eigentlich dürfte der Typ auch uns mittlerweile ein besseres Item geben, weil Tafelwasser ist jetzt echt nicht so effektiv. Ah, okay. Wenn wir auf den Boden drauf drücken, dann bewegt sich die Plattform. So, was haben wir denn? Timon. Das ist halt fraglich, weil er hat doch nur Schwäche gegen Eis. Oh, ich riskiere es einfach mal. Es ist ja nur noch ein Pokémon, was zum Level up fehlt. Wenn es nochmal so ein kleiner Bär ist, dann... Oh, nee. Ich glaube, da muss ich direkt austauschen. Das da scheint nicht so gut zu sein. Aber ist nicht so schlimm, da wir ja trotzdem die Erfahrung mitnehmen. Da holen wir am besten unsere Eistüte wieder rein. Einfach damit wir auch das Level schön verteilt haben und jetzt nicht nur Nick oder so hochpushen. Aber auch das Levelunterschied, den merkt man schon. Das ist doch nicht so wenig Schaden, was unsere Eistüte hier abbekommt. Wir haben jetzt auch leider keinen Angriff, der unsere Angriffe verstärkt oder unseren Spezialangriff, weil ich glaube, oder ist Lichtkanone sogar ein physischer, aber ich glaube, es ist schon ein psychischer Angriff. Aber ich kann ja einfach mal gleich nachschauen. Was macht er da eigentlich die ganze Zeit? Verteidigung, ach so, okay. Dann kein Wunder, dass er so viel aushält. Aber es sieht auch, es sieht eigentlich sehr interessant aus. Es ist wie so eine Schneeflocke. Soll es wahrscheinlich auch darstellen. So, ich hoffe, das war's jetzt endlich. Nein, noch ein Angriff fehlt. Aber dürfte eigentlich kein Problem sein, ja. Ich bin gespannt auf den Arena-Leiter dann. Der wird ja nicht so einfach. Da muss ich dann wahrscheinlich doch ein paar Tränke raushauen. Oh, 1500 Erfahrungen. Ach stimmt, ich habe mir das Glücksei gegeben. Oder, ah nee, stimmt, der bekommt einfach mehr, weil er ein niedrigeres Level hat. So, aber jetzt tun wir einfach erstmal unsere Eishüte ein Tafelwasser geben, was wir von dem da vorne bekommen haben. Und das Tafelwasser sollte sich eigentlich hier aufhalten. Genau. Dürfte nicht reichen, nein, tut's auch nicht. Egal. Ist jetzt auch nicht so wichtig. So, wo geht's denn hier lang? Das ist sehr riskant. Was passiert eigentlich, wenn man da runterfällt? Wäre eigentlich ziemlich Schwachsinn, so eine Arena zu aufzubauen, wo man dann einfach stirbt, falls man zu doof ist, richtig rüber zu springen. So, machen wir jetzt mit unserem Timon weiter. Der ist ja Level up. Ich gucke einfach mal, was Petri noch braucht. Vielleicht hat er auch gar nicht so schlechte Karten gegen als Arena. Auch wenn ich das stark bezweifle. Irgendwie habe ich das Gefühl, Petri hat eh immer eine Schwäche gegen alles. Flug und Gestein, das ist echt nicht so die Kombination, habe ich so das Gefühl. Aber schauen, was die Akrobatik bringt. Ein One-Hit, das ist auch schon mal
Nicht schlecht. Knirscher. Mein Gott. Mal nachschauen. Das Unlichtangriff ist eigentlich gar nicht so schlecht. 80 Schaden. So. Also. Feueroden mal auf keinen Fall. 60 Schaden ist halt ein Drachenangriff. Würde ich auf keinen Fall gerne jetzt wegnehmen. Akrobatik sowieso nicht, weil damit einfach verdammt viel Schaden angerichtet wird. Antike Kraft. Auch nicht. Also eigentlich würde ich schon fast die Dampfwalze wegmachen. Besonders, ich glaube, die haben wir ja als TM in unserem bei uns. Und falls Kilian meint, das wäre schlecht, kann er es ja immer noch wieder rückgängig machen. Und notfalls, wir benutzen ja eh nicht alle vier Angriffe. Wir machen es jetzt einfach mal weg. Ist eigentlich auch kein schlechter Angriff, Dampfwalze, aber ich glaube, das ist auch der einzige Angriff, den wir jetzt nochmal austauschen könnten. Falls ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Aber ich schaue sie halt aber nochmal nach. Da haben wir es, also falls ich es falsch gemacht habe, kann er es einfach wieder rückgängig machen. So, dann gehen wir jetzt einmal hoch zu dem. Petri hat ja eigentlich eine gute Arbeit geleistet, dann können wir auch direkt mit dem weitermachen. Level 35 sind wir jetzt, also hoffe ich doch mal, dass er 36 kommt, bevor wir beim Arena-Leiter sind. Und so ein Petsneef, das ist echt jetzt kein Problem für uns in Petri. Besonders, er ist ja jetzt noch ein Level niedriger als der davor. Ja. Galitropo, das ist glaube ich das, was wir haben. Ja. Dann schauen wir mal, was hier Akrobatik bringt. Ah, schade. Kein One-Hit. Aber ein One-Hit auf uns ist natürlich schade. Aber war mit zu rechnen. Jetzt nochmal Timon. Damit der auch endlich mal 36 kommt. Aber der hat noch einiges vor sich. Ich glaube schon, Kreuzschere wäre gar nicht so schlecht. Aber ich versuche nochmal mit der Drachenklaue. Vielleicht ist die gar nicht so schlecht. Ist leider nicht effektiv. Ich versuch's, glaube ich, gleich mal beim nächsten Gegner mit Goldschere. Einfach mal zum Schauen, wie effektiv das ist. Sollte, glaube ich, nicht so stark sein, aber ich weiß es jetzt noch nicht. So, einmal hier runter, jetzt da hoch. Hätten wir das aktiviert und dann kommen wir ja jetzt nochmal da lang. Oder sind wir hier schon beim Arena-Leiter? Das wäre jetzt natürlich schlecht. Nein, sind wir nicht, dann tauschen wir kurz. Ah ne, Timon ist schon vorne, dann passt das ja. So. So, ein Gelatropo. Es ist die Frage, riskiere ich einen Drachentanz? Und werde dann One-Hit besiegt oder versuche ich direkt zweimal drauf zu schlagen und in der Hoffnung, dass ich es dann besiegt habe. Ich versuche jetzt einfach einmal Kreuzschere. Vielleicht ist er ja effektiv. Nein, leider nicht und Eisstrahl wird uns jetzt wahrscheinlich direkt wegschlagen. Ja. Schade. Wird wohl nichts mit dem Level 36. Dann müssen wir wenigstens unser Gelatropo den Kampf hier gewinnen lassen. Mein Gott, das überlebt das echt noch mit so wenig HP. Dann machen wir das mit einem Eissturm weg. Und 36.
Da können wir direkt weiter. Ist ja eh nichts mehr da, das irgendwie Erfahrung braucht. Einfach weiterhin mit der Lichtkanone drauf. Das dürfte eh der letzte oder zweitletzte Trainer vom Arena-Leiter sein. Und dann tun wir einfach nochmal in den Pokémon-Center reingehen. So, ja, das dürfte auch jetzt reichen. Wir gehen einfach mal weiter. Ah ne, da ist noch ein Trainer, ist noch da. Oder zwei. Hier hoch, da lang. Und auf zum Trainer. Ja, das ist der letzte. Dann tun wir einfach mal eine Runde mit Elespinnen kämpfen. Ich bin der König aller Karatekämpfer. Die Pokémon, gegen die du gleich kämpfst, haben viele Attacken von mir gelernt. Und schon wieder ein Gelatropo. Gibt, glaube ich, auch nicht so viele Eis-Pokémon in dieser Generation. Ich kann mich natürlich irren. Machen wir einfach mal einen Donner. Das ist, glaube ich, auch neu. Oh ja, das ist nicht schlecht. Aber liegt auch daran, dass es einfach ein Donner ist. Und allgemein schon relativ stark ist. Ist leider dafür, dass Elektronetz weg. Ist zwar nicht so ein der Burner Elektronetz, aber es sieht halt relativ cool aus. Einen kämpfen wir weiter, nochmal einen Donner drauf. Okay, dann Aussauer erstmal. Wäre natürlich schlecht, wenn wir jetzt. Oh mein Gott, das übersteht echt immer mit so wenig HP. Ist wahrscheinlich auch irgendeine Fähigkeit von ihm, dass er dann nicht direkt stirbt. Ja, obwohl unser Petri hat es ja auch mit einem Schlag besiegt, also dürfte das keine Fähigkeit sein. War einfach nur zu schwach, unser Donner. So, dann schauen wir mal, was denn da oben kommt. Das ist der Arena-Leiter. Gut, dann gehen wir jetzt einmal zurück. Das dürfte ja eigentlich da unten sein, ja. Ich glaube, wir können ihn auch jetzt so besiegen, aber ich möchte nur mal sicher gehen. Ich könnte auch eigentlich das Rad nutzen, aber für die kurze Strecke dauert es ja schon fast länger, das Rad auszuwählen, als wir dann fahren. So, die Pokémon sind schon mal geheilt. Dann gehen wir weiter. So, jetzt einmal, ich glaube auf D war es. Genau, Fahrrad. Ja, okay, das macht doch einiges aus. So, Trainer müssen wir hier nicht mehr besiegen, dann können wir einfach jetzt hier durchsplittern. Und so, nee, das war falsch. Ich hätte erstmal hoch zu dem Trainer müssen. So. Nee, das ist auch falsch. Oder? Ja. Wie ging das? So. Ach genau, so. So, genau. Und dann hätten wir es jetzt doch endlich geschafft. Ich meine, das ist falsch, oder? Nee, das war richtig.
Und dann hätten wir es geschafft, auf zum Arena-Leiter. Wir machen aber unseren Petri nach vorne, stimmt, damit er nicht direkt besiegt wird und erstmal seine Akrobatik raushauen kann. Bevor er stirbt. Ich glaube, für ein, zwei Pokémon dürfte, also einen Pokémon dürfte er doch bestimmt besiegt bekommen. Obwohl ein Gilatropo wird uns, glaube ich, doch besiegen, bevor wir was Sinnvolles machen können. Eine Akrobatik haue ich raus und falls wir dann überleben noch, na gut, dann kann ich auch immer noch weiterhin angreifen. Brauche ich ja nicht auszutauschen. Du bist stark, nein, du und dein Team, ihr seid stark. So. Oh, ein Hypertrank. Aber egal, das soll uns nicht stören, wir sind ja eh schneller. Das heißt, wir können jetzt zweimal Akrobatik draufhauen und dann... Oh, mal im Moment. Das scheint aber nicht zu reichen. Aber eine Spiegelsalbe, das dürften wir überleben. Und Genauigkeitssing. Egal, nochmal eine Akrobatik, damit... Mein Gott, noch ein Hypertrank. Ich mache jetzt noch zweimal Akrobatik und dann tausche ich aus. Oder einmal Akrobatik. Ja, ich tausche aus. Aber Petri hat schon mal seinen Dienst getan und ihm beide Hypertränke rausgehauen. Ist natürlich schade jetzt, dass Gelatropo nicht besiegt wurde. Aber jetzt wird es von seinem Doppelgänger einfach besiegt. Spiegelsalbe ist sehr effektiv, aber ich glaube, wir haben doch den stärkeren Angriff. Oh, da hätte ich mal drüber nachdenken müssen, dass der eigentlich zweimal angreifen darf. Das heißt, unser Gelatropo muss auch nochmal ausgetauscht werden, vielleicht. Obwohl, vielleicht, naja, so schnell sind wir auf keinen Fall. Und das war's auch für unser Gelatropo leider. Oder? Doch nicht. Sibiri, oder holen wir unser Edelspin rein? Wir hauen einfach einen Donner drauf. Oh, das sieht doch nicht so cool aus. Ich habe gedacht, es wird cool aussehen in die Weiterentwicklung. Und es wäre die Attacke ab. Das ist natürlich jetzt sehr schlecht. Aber egal, ein Versuch. Wir werden zwar danach drauf gehen. Aber vielleicht doch nicht, wenn es paralysiert ist. Na, schade. Geht trotzdem durch. Timon ist schlecht. Ich versuche einfach mal mit Connecten, damit ich Nick aufheben kann, damit ich unser Gelatropo notfalls noch heilen kann. Was benutzen wir am besten? Eigentlich ist ein Schaufeler. Das dürfte eigentlich am stärksten sein. So. Hoffentlich reicht das. Nein, tut's nicht. Und wahrscheinlich geht unser Connecten dafür jetzt sogar noch drauf. Ja. Ah, ich möchte eigentlich, dass Timon jetzt auch noch möglichst viel Erfahrung mitbekommt. Ich versuch's einfach. Ich hoffe, es klappt. Wir sind aber langsamer, deswegen bezweifle ich das irgendwo. Aber wir können einfach mal hoffen. Oh, wir sind sogar schneller. Das ist cool. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es reicht. Nein, das ist unfassbar. Oh mein Gott. Wie dumm war denn das? Petri kann ich alle nicht benutzen, dann mache Nick rein. Ah, ich würde schon gerne, dass Timon die Erfahrung mitbekommt, aber wir machen einfach noch Wasserdüse, dann sind wir auf der sicheren Seite. Level 38 ist schon ein kleiner Vorsprung zu den anderen. Zugabe zu erlernen, das brauchen wir definitiv nicht. So, und was kommt jetzt? Trickmon und Thierry. Dann kämpfen wir einfach weiter. Ist natürlich schade, dass wir jetzt nicht die Erfahrung mit den anderen teilen können. Aber ich möchte jetzt einfach... Oh Moment, das ist glaube ich ein Fehler von mir.
glaube, der könnte sogar unseren Nick besiegen. Wenn er doch Eisattacken benutzen würde, aber da er das nicht tut, ist das unser Kampf. 1800 Erfahrung nehmen wir gerne mit, ist leider auf dem falschen Pokémon, meiner Meinung nach. Dein Mut verdient wahrlich Anerkennung, da überreiche ich dir dies hier. Das ist der Eisorden, Frostorden oder vielleicht sogar Eisorden? Ja doch, Eisorden will ich schon fast behaupten. Die haben speziellen Namen, also Eiszapfenorden, okay. Dann fehlt ja auch nur noch ein Orden, dann sind wir schon. Können wir schon in die Arena. In die Liga, Pokémon-Liga. Jetzt einmal schnell zurück, die Pokémon heilen. Obwohl, dafür überziehe ich eigentlich den Part. Aber was soll's. Oh mein Gott. Black, ich habe bereits mit Belle darüber gesprochen, dass ich irgendwie den Eindruck habe, ich hätte mich verändert, seitdem wir von Arvin Niti hier aufgebrochen sind. Wenn ich darüber nachdenke, was ich machen möchte oder machen muss, drängt sich mir unweigerlich das Gefühl auf, dass ich mir nichts vor alledem noch zusagt. Bin ich der stärker geworden ist oder sind es nur meine Pokémon? Ich habe noch keine Antwort gefunden. Ja, und unser Sharon? Wir drei sitzen da wohl im selben Boot. Black, ich werde mich jetzt zum Pokémon-Fanclub aufmachen. Ich will auch herausfinden, was ich gern machen und wozu ich fähig bin. Wer seid ihr? Wie, wer seid ihr? Ich bin Belle und das hier ist Sharon. Ich weiß, dass ihr hier seid. Wollt ihr euch nicht langsam mal zeigen? Nichts anderes haben wir von dem Arena-Leiter von Navia City erwartet. Selbst Schattengestalten wie uns, das Finstrio, hast du gleich bemerkt. Wir wollten dies eigentlich nur Black mitteilen, aber sei es drum. Unser Meister Gesis will, dass du dich unverzüglich zur Drachenstiege begibst. Du wirst dort von Meister N erwartet. Ende der Durchsage. Zur Drachenstiege? Was hat das denn zu bedeuten? Hey, ihr, klärt mich mal auf. Du musst dich noch ein wenig gedulden, wenn du mich in der Arena herausfordern willst, denn die Pflicht ruft. Ich muss mich schleunigst zur Drachenstiege begeben. Ich komme auch mit. Die Drachenstiege liegt doch nördlich von hier, nicht? Mein Gott, ich überziehe den Part. Aber was soll ich jetzt machen? Dann laufe ich halt zu den anderen nach und begebe mich auch zur Drachenstiege. Wo soll ich doch noch gleich gewesen sein? Nördlich von hier, oder nicht? Ja, Gott sei Dank. Können wir jetzt endlich in den Pokémon-Center rein? Und heilen wir unsere Pokémon. Noch einmal schnell. Ist ja eigentlich egal, ob wir das jetzt tun oder dafür die Zeit Kilian ersparen. Und dann behaupte ich, sag ich mal Tschüss und wir sehen uns im nächsten Part. Der bei Kilian ist, also sehen wir uns im übernächsten Park. Und tschüss.